Nachdem wir bei Satisfactory die erste Hürde mit der Ölverarbeitung genommen haben, wird es im nächsten Schritt gleich noch ein bisschen komplexer. Die Rede ist natürlich von der Aluminiumproduktion. In diesem Video zeige ich dir, welche Möglichkeiten es dazu gibt und wie so eine Produktionskette aussehen kann. Wer bis jetzt meinen Livestream jeden Dienstag, Freitag und Sonntag auf Twitch verfolgt hat, der hat mitbekommen, welche Stolperstrecke es bei dieser Produktionskette geben kann und wie sehr ich meine kleinen grauen Zellen bei der Konstruktion anstrengen musste. Das darf dich aber nicht abschrecken, denn zugegeben, ich habe einige ziemlich blöde Fehler dabei gemacht. Und um dir diese Fehler zu ersparen, mache ich jetzt dieses Video. Okay, die Basics. Aluminiumbarren werden in drei Schritten hergestellt. Aus Bauxit und Wasser wird Aluminiumoxidlösung produziert. Daraus wird in einem weiteren Schritt Aluminiumschrott hergestellt und dieser wird dann zu Aluminiumbarren geschmolzen. Für dieses ganze System gibt es wieder verschiedene Wege, je nachdem, welche Alternativrezepte du bislang freigeschaltet hast. Mein Video über die Ölverarbeitung bietet einen guten Überblick darüber, wie sehr bestimmte Alternativrezepte und deren Kombination solche Produktionsketten und deren Effizienz beeinflussen können. Falls du dir das erstmal angucken möchtest, findest du es hier oben in der Infokarte. Das Spannende an der Produktion von Aluminium ist jedoch, dass im zweiten Schritt, also der Produktion von Aluminiumschrott, das Wasser als Nebenprodukt anfällt, welches theoretisch wieder im ersten Schritt für die Oxidlösung eingesetzt werden kann. Ich sage theoretisch, weil du das tun kannst, aber natürlich nicht musst. Sofern man diesen Weg geht und das Wasser in derselben Produktionskette wiederverwendet, muss man sicherstellen, dass die Menge an neuem Wasser zusammen mit dem wiederverwendeten Wasser ganz genau dem Bedarf entspricht. Nur winzige Abweichungen können dafür sorgen, dass die Produktionskette zum Stillstand kommt. Alternativ dazu kann das übrigbleibende Wasser natürlich auch in eine andere Produktionskette geleitet oder verpackt und dann geschreddert werden. Auch wenn die erste Lösung die eleganteste ist, sollte man die anderen Möglichkeiten aufgrund von Bugs und dem grundsätzlichen Verhalten von Flüssigkeiten durchaus in Betracht ziehen. Am Ende dieses Videos habe ich dazu noch eine Idee für dich. Also gehen wir Schritt für Schritt an die Sache heran. Mit dem Standardrezept verarbeiten wir in einer Raffinerie 120 Bauxit und 180 Wasser zu 120 Aluminiumoxidlösung und 50 Quarzsand pro Minute. Damit haben wir ein Verhältnis von 1 zu 1 zwischen Bauxit und Oxidlösung. Das derzeit einzige Alternativrezept erhöht die Zahlen auf 200 Bauxit und 200 Wasser zu 240 Aluminiumoxidlösung. Das ist erstmal sowohl eine Erhöhung des Outputs um das Doppelte pro Raffinerie, als auch eine Verbesserung des Verhältnisses zwischen Bauxit und Oxidlösung auf 1 zu 1,2. Zusätzlich fällt auch der Quarzsand als Nebenprodukt weg. Warum das unter Umständen aber auch ein Nachteil sein kann, sehen wir gleich. Die Aluminiumoxidlösung wird im ersten Schritt dann zu Aluminiumschrott weiterverarbeitet. Dieser Prozess findet ebenfalls in einer Raffinerie statt und wandelt nach dem Standardrezept 240 Aluoxidlösung und 120 Kohle zu 360 Aluschrott und 120 Wasser pro Minute um. Hierbei sehen wir zwar auf der einen Seite, wie gut die Mengen aus dem Alternativrezept für die Oxidlösung und dem Standardrezept für Schrott zusammenpassen, allerdings merken wir auch, dass 120 Kohle pro Minute nicht gerade wenig ist. Insbesondere, wenn man die Kohle an anderer Stelle, wie zum Beispiel der Produktion von Turbotreibstoff, intensiv benötigt. Ich sage nicht, dass die Kohle zwangsläufig ein Flaschenhals sein wird. Wer weit genug über die Karte streift, findet genug Kohlevorkommen. Man muss sich nur fragen, ob man die Logistik dafür ansetzen möchte. Sehr interessant finde ich daher das erste der beiden Alternativrezepte für den Schrott. Dies verarbeitet 180 Oxidlösung und 60 Petrolkoks zu 300 Aluschrott und 105 Wasser. Auch wenn die Abnahme- und Ausgabemengen hierbei relativ unpraktisch sind, finde ich zwei Punkte an diesem Rezept bemerkenswert gut. Das erste ist der Bedarf einer relativ geringen Menge an Petrolkoks. Dies lässt sich in großer Stückzahl aus verhältnismäßig wenig Schwerölrückstand gewinnen. Wer hierfür schon das Alternativrezept für Schwerölrückstand freigeschaltet hat, kann sich locker als Gewinner fühlen. Auch mit gigantischen Treibstoffkraftwerken lässt sich spätestens seit Update 4 genug Öl auf der Map finden, um daraus ein wenig Petrolkoks extra herzustellen. Weitere Vorteile von Petrolkoks spreche ich in einem noch kommenden Video an. Der zweite Vorteil am Alternativrezept für Aluschrott ist das verbesserte Verhältnis zwischen Oxidlösung und Schrott von 12 zu 20. Würden wir das Standardrezept daran angleichen, kämen wir auf ein Verhältnis von 12 zu 18. Die geringere Ausgabe von Wasser kann hierbei gut oder schlecht sein, je nachdem, was man damit anstellt. Ach ja, und das zweite Alternativrezept für den Blender her? Meine persönliche Empfehlung, macht das nicht. Zwar ist damit das Verhältnis zwischen Bauxit und Aluschrott nochmal ein bisschen besser, aber der Bedarf von Schwefelsäure ist damit einfach nicht gerechtfertigt. Darauf komme ich auch gleich noch einmal zurück. Bei diesem Schritt musst du dich auch entscheiden, was du mit dem Wasser anstellst. Nimmst du die kleine Rechenaufgabe an und leitest es wieder in die Oxidlösungsproduktion ein oder schickst du es woanders hin? Im letzten Schritt muss der Aluschrott zu Barren geschmolzen werden. Ein normales und ein Alternativrezept halten es dabei übersichtlich. Im Normalfall sehen wir den Bedarf von 90 Aluschrott und 75 Quarzsand in einer Gießerei, um daraus 60 Alubarren pro Minute zu erhalten.
Wir erinnern uns kurz an den Quarzsand aus dem Standardrezept für die Oxidlösung und sehen allerdings, dass dabei 50 Quarzsand pro Minute übrig bleiben. In der Gießerei werden aber 75 benötigt. Dadurch passt das Verhältnis so natürlich nicht 1:1 zwischen Raffinerien und Gießereien und wir werden gleich noch sehen, wie wir dann zusätzlichen Quarzsand noch anliefern können. Deswegen finde ich auch hierbei das Alternativrezept sehr interessant, bei dem mit dem einfachen Schmelzer 60 Aluschrott zu 30 Alubarren pro Minute verarbeitet werden. Zwar ist die Ausbeute hierbei geringer als beim Standardrezept, aber der geringere Aufwand für den fehlenden Quarzsand rechtfertigt in meinen Augen das Rezept. Wer nicht wirklich alle Bauxitvorkommen bis zum Anschlag ausnutzt und noch mehr Bedarf hat, macht es sich mit dem Alternativrezept deutlich leichter. Zusätzlich kann im ersten Schritt noch ebenfalls bedenkenlos das Alternativrezept verwendet werden, womit schon für eine bessere Ergiebigkeit gesorgt ist. Rein nach dem Standardrezept könnte eine Produktionskette für Aluminium beispielsweise so aussehen. Aus 60 Bauxit und 90 Wasser pro Minute werden in einer Raffinerie bei 50% Auslastung 60 Aluminiumoxidlösung und 25 Quarzsand pro Minute hergestellt. Die Oxidlösung wird in einer weiteren Raffinerie bei 25% Auslastung zusammen mit 30 Kohle pro Minute zu 90 Aluminiumschrott verarbeitet. Und da kann es jetzt etwas tricky werden. Denn neben dem Aluminiumschrott fällt bei diesem Schritt auch wieder Wasser an, welches du theoretisch zurück zur ersten Raffinerie leiten kannst, um damit den dortigen Bedarf zu unterstützen. Somit müssten nur 60 Wasser aus dem Extraktor neu hinzugefügt werden und die restlichen 30 kommen von einer anderen Raffinerie. Aber Vorsicht, sobald diese Produktionskette erst einmal läuft, ist es absolut notwendig, dass das neu zugeführte Wasser und das quasi recycelte Wasser nicht den Bedarf der Raffinerie überschreitet. Darauf komme ich aber gleich noch einmal genauer zurück. Der Aluschrott geht zusammen mit weiteren 50 Quarzsand pro Minute, den wir aus 30 Rohquarz produzieren lassen, in eine Gießerei, die daraus 60 Aluminiumbarren pro Minute herstellt. Wie du sehen kannst, habe ich die Mengen in diesem Rezept genau auf eine Gießerei angepasst. Je nachdem, wie viel Rohstoffe, Platz und Energie dir zur Verfügung stehen, oder wenn du einfach jede Produktionsmaschine voll ausgelastet haben willst, kannst du diese Produktionskette einfach vervielfältigen. In diesem Beispiel habe ich eine Produktion so erweitert, dass jede Raffinerie 100% ausgelastet ist. Dabei kommen am Ende 240 Aluminiumbarren pro Minute heraus. Das überschüssige Wasser führe ich wieder in die ersten Raffinerien ein und sorge mit einem Ventil am Hauptwasserzufluss dafür, dass die Bedarfsmenge an Wasser passt. Hierzu gibt es aber gleich auch nochmal einen zusätzlichen Tipp. Die in meinen Augen optimale Variante, welche ich auch im Livestream genutzt habe, nutzt zum größten Teil Alternativrezepte. Der Vorteil daran, es wird keine Kohle, weniger Wasser und nur sehr wenig Rohöl benötigt. Zwar ist die Ausbeute von 60 Bauxit zu 60 Alubarren die gleiche wie mit den Standardrezepten, dennoch ist der Aufbau deutlich schlanker und die Logistik ein wenig übersichtlicher. Dabei wandeln wir im Verhältnis 60 Bauxit und 60 Wasser zu einer Raffinerie in 72 Aluminiumoxidlösung um. Von diesen 60 Wasser kommen nur 18 aus einem Extraktor und die restlichen 42 wieder aus der Raffinerie im nächsten Schritt. In diesem nächsten Schritt wird die Aluminiumoxidlösung zusammen mit 24 Petrolkoks in 120 Aluminiumschrott pro Minute verarbeitet. Den Petrolkoks gewinnen wir dabei in zwei Schritten aus 8 Schwerölrückstand, den wir wiederum mit dem Alternativrezept aus 6 Rohöl oder als Nebenprodukt in der Gummiherstellung gewinnen. Im Falle einer Gummiproduktion wird dann ein wenig mehr Rohöl benötigt. Das dabei anfallende Polymerharz muss wieder geschreddert oder weiterverarbeitet werden. Die 120 Aluschrott wandern dank Alternativrezept ohne weiteren Aufwand in zwei Schmelzer und ergeben dann 60 Alubarren pro Minute. In diesen Beispielen können alle Raffinerien wieder deutlich untertaktet werden. Für eine bessere Ausbeute bietet es sich daher an, diese Produktionskette entsprechend zu multiplizieren, damit die Anzahl der Maschinen besser aufgeht. Wer die Produktion von Aluminiumbarren hinsichtlich der Ergiebigkeit aus Bauxit optimieren möchte und der Stromverbrauch keine Rolle spielt, für den gibt es zwei Wege. Erstens, bei der Produktionskette, die ich eben als mein Favorit gezeigt habe, ersetzen wir das Alternativrezept für den Schmelzer mit dem Standardrezept für die Gießerei. Damit erreichen wir in den Gießereien ein besseres Verhältnis aus Aluschrott zu Alubarren und insgesamt ein Verhältnis von 45 Bauxit zu 60 Aluminiumbarren. Der dafür benötigte Quarzsand muss per Standard- oder Alternativrezept nach Bedarf natürlich produziert werden. Zweitens, über das vorhin schon genannte Alternativrezept Instant Scrap für den Mixer. Darin bringen wir Schwefelsäure, Wasser, Bauxit und Kohle zusammen, um daraus direkt Aluminiumschrott herzustellen. Neben dem hohen Stromverbrauch rechtfertigt der Aufwand und der Rohstoffbedarf in meinen Augen aber nicht das Ergebnis. Auch hiermit erreichen wir zwar ein Verhältnis von 45 Bauxit zu 60 Aluminiumbarren, aber Schwefel ist in meinen Augen einfach viel zu wertvoll und selten, um ihn in der Produktion von Aluminiumbarren zu verwenden. Es ist einer der seltensten Rohstoffe auf der Map und solange es dafür keine weiteren Bezugsquellen gibt, würde ich die Schwefelsäure lieber für die Batterieproduktion und gegebenenfalls Uranverarbeitung einsetzen. Auch wenn der Aufbau damit natürlich sehr schlank gestaltet werden kann, ist der zusätzliche Bedarf an Quarzsand, um auf die entsprechende Ausbeute an Alubarren zu kommen, einfach nochmal zusätzlich zu viel.
Zusätzlich muss auch hier wieder Wasser als Nebenprodukt im Mixer abgeführt oder wiederverwendet werden. Dieses Rezept fällt für mich unter die Kategorie nur wer Bock drauf hat. Apropos Wasser zurückführen, darauf wollte ich noch einmal zurückkommen. Wie auch die Entwickler immer wieder erwähnen, ist das Verhalten von Flüssigkeiten in diesem Spiel nicht ganz logisch und daher auch etwas schwer zu begreifen. Auch ich stehe immer wieder vor einem kleinen Rätsel, wenn ich allzu abenteuerliche Pipeline-Konstruktionen ausprobiere. Die Rückführung von Wasser als Nebenprodukt in dieselbe Produktionskette zählt zu einem solchen Abenteuer. Sobald nur ein minimales Ungleichgewicht in der Wassermenge herrscht, beginnt die gesamte Produktion zu stocken und bricht irgendwann komplett zusammen. Ist beispielsweise zu viel Wasser in den Rohren, auch wenn die neu zugeführte Menge genau angepasst ist, wird es aus den letzten Maschinen nicht schnell genug abtransportiert. Dadurch produzieren diese Maschinen nicht durchgängig, weshalb sich die Aluminiumoxidlösung davor aufstaut. So lange, bis auch die ersten Raffinerien nicht mehr weiter produzieren können. Das hat wiederum zur Folge, dass nicht mehr die volle Menge an Wasser in die ersten Raffinerien aufgenommen wird und sich der ganze Effekt noch weiter aufschaukelt. Solche Probleme entstehen unter anderem, weil die Produktionsmaschinen keine gleichmäßige Abgabe oder Aufnahme von Flüssigkeiten haben, sondern am Ende eines jeden Produktionsprozesses immer einen ganzen Schwung auf einmal abgeben bzw. aufnehmen. Bei der Angabe in Wassermenge pro Minute wird dies hierbei nur auf eine ganze Minute aufgerechnet. Das ist beispielsweise auch bei den Feststoffen auf Förderbändern so zu sehen. Oft werden bei jedem Produktionsgang mehrere Items gleichzeitig produziert, die dann möglichst schnell abtransportiert werden müssen, bevor es sich weiter in der Maschine aufstaut. Wie lösen wir also das Problemchen? Mit einem Becherchen? Naja, fast jedenfalls. In meiner Fabrik hat es sich bewährt, Flüssigkeitsspeicher als Ausgleich für Schwankungen zwischen die ausgebenden und die aufnehmenden Raffinerien zu setzen. Somit kann ein größerer Schub an Wasser, der eventuell gleichzeitig abgegeben wird, aber nicht aufgenommen werden kann, kurzfristig darin angesammelt werden, bevor er durch den Bedarfsschub am Beginn der Produktionskette wieder abgezogen wird. Wenn du die Mengen richtig kalkuliert hast, sollte so ein Speicher niemals volllaufen und wahrscheinlich auch nie ganz leer sein. Auch ist es wichtig, die Rohrleitungen ausreichend zu dimensionieren. Wenn der Durchfluss pro Minute genau der Maximalkapazität der Rohre entspricht, werden die Raffinerien, die schubweise ihr Wasser abgeben, möglicherweise nicht alles schnell genug los, bevor der nächste Schub kommt. Das hängt auch damit zusammen, dass die Flüssigkeiten sich in Rohren in alle Richtungen ausbreitet, wenn sie die Möglichkeit hat. Auf Förderbändern lässt sich das leichter kontrollieren, weil es immer nur eine vorgegebene Richtung pro Band geben kann. Meine Empfehlung wäre für so eine Produktionskette also, niemals so viele Raffinerien zusammenschließen, dass sie genau die Maximalkapazität einer Pipeline pro Minute ausnutzen würden. Eine zweite Möglichkeit hierbei ist tatsächlich komplett auf Nummer sicher zu gehen und das übrigbleibende Wasser abzupacken und zu schreddern und nur mit neu zugeführtem Wasser zu arbeiten. Alternativ kannst du das Wasser auch zu einer Herstellung in einer ganz neuen Produktionskette schicken, beispielsweise für das Alternativrezept von Kupferbarren. Diese kannst du sowieso gut für die Weiterverarbeitung von Aluminium zu Platten oder Gehäusen in ordentlichen Mengen gebrauchen. So ähnlich hatte ich es eine Zeit lang auch in unserer Livestream-Fabrik gehalten. Bei dieser Methode kann zur Sicherheit aber auch ein Pufferspeicher für das Wasser nicht schaden. Du siehst also, auch hier gibt es wieder die verschiedensten Möglichkeiten und Herausforderungen für uns Spieler. Schreib mir doch unten in die Kommentare, wie du diese Produktion gelöst hast und ob dir dieses Video eventuell sogar hilfreich dabei war. Für den beliebten Daumen nach oben danke ich dir in jedem Fall. Er hilft mir dabei, auf YouTube sichtbarer zu werden und mehr Interessierte an meinem Content zu erreichen. Wie schon erwähnt, kannst du mich regelmäßig im Livestream drüben auf Twitch erreichen. Jeden Dienstag, Freitag und Sonntag bin ich dort live, um mit euch zu quatschen und ein paar Games zu zocken. Den Link dazu und zu Twitter, Instagram und dem Discord-Server findest du unten in der Videobeschreibung. Dann sage ich wie immer vielen Dank fürs Anklicken und Anschauen des Videos. Viel Spaß noch beim Weiterspielen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich flog mal so ein Flugzeug. Da fiel der Motor aus. Zum Glück ist der Fallschirm und kam auch ganz gut raus. Draußen wollte ich ihn öffnen. Die Schnur schon in der Hand. Voll Entsetzen las ich, was darauf stand. Sie müssen erst den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint dann auch ein Pfeil und da drücken sie dann drauf. Ich wollte es gerade tun, da schlug ich auf.